Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Guten Abend, liebe ZuschauerInnen. Mein Name ist Frederik Efferin und ich bin der Koordinator für Wissenschaftskommunikation am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Es freut mich sehr, dass ihr Sie alle eingeschaltet habt. Und ich habe heute die Ehre, euch in unseren digitalen Salon zum Thema Online-Dating einzuführen. Aus einer wissenschaftlichen Perspektive habe ich zum Thema Dating-Apps über die App Grindr geforscht, die vor allem von schwulen Männern genutzt wird. Und für viele Außenstehende ist das Besondere an der Sache, dass die App in erster Linie für Sex-Dating genutzt wird. Und ich möchte jetzt diesen sehr spezifischen Fall kurz nutzen, um euch in die Thematik einzuführen. Also, wie funktioniert sexuelles Online-Dating über Grindr? Die App nutzt die jeweiligen Live-GPS-Standorte der Smartphones ihrer Nutzer und diese sortiert sie dann aufgrund ihrer direkten geografischen Nähe zueinander auf dem Bildschirm an. Im Szene-Jargon wird sie deswegen gerne als ein Schwulenradar bezeichnet. Mit der App haben die schwulen Männer also die Möglichkeit, überall in ihrem Alltag potenzielle Sex-Dating-Partner zu finden. Ob auf dem Weg durch die Stadt, zu Hause auf der Couch oder auch bei der Arbeit im Büro. Mit der App können sie sich ganz unbemerkt von ihrem gesellschaftlichen Umfeld gegenseitig finden und ihre Sexualität ausleben. Vor diesem Hintergrund ist Grindr ein fester Bestandteil einer großen schwulen Internetkultur und Lebenspraxis. Deren Ursprünge liegen in den ersten Chatrooms und Webseiten der 1990er Jahre. Denn was viele nicht wissen, ist, dass homosexuelle Menschen seit jeher besonders stark die sich ständig weiterentwickelnde Technologie nutzen, um miteinander in Kontakt zu treten und sich auch zu daten. Hier stellt sich bestimmt jetzt die eine oder andere Person die Frage, warum ist das so? Und das lässt sich ganz kurz und knapp mit zwei Faktoren erklären. Zum einen machen heterosexuelle Menschen die Mehrheit in der Gruppe der Erwachsenen in unserer Bevölkerung aus. Sie können deswegen davon ausgehen, dass die meisten anderen Personen, denen sie begegnen, auch heterosexuell sind. Dadurch befinden sie sich auch in alltäglichen Offline-Szenarien, wie zum Beispiel der Arbeit, die Schule oder an der Uni, in einem sehr dichten Datingmarkt. Und das war und ist auch heute noch für viele schwule und queere Menschen in der Regel nicht der Fall. Ein weiterer Punkt ist, dass sich Homosexuelle vor dem digitalen Zeitalter oftmals nur in Bars, Clubs oder auch Gemeinschaftszentren treffen und austauschen konnten. Das ist der Grund, warum das Internet schnell zur Entstehung dieser großen Online-Communities und Dating-Portalen für sie geführt hat. Denn was zuvor nur an spezifischen Orten zu bestimmten Uhrzeiten, meistens abends, möglich war, ging jetzt auch ganz bequem und sehr effizient von zu Hause aus. Und dieser Trend zum Online-Dating in der Community hat sich dann nochmal in den späten 2000ern sehr stark verstärkt, und zwar durch die Einführung von Smartphones. Denn hier sind diese ganzen Dating-Plattformen als Apps von dem Computerbildschirm in die Hosentaschen der schwulen Männer gewandert. Und seitdem begleitet auch quasi Grindr, diese Sex-Dating-App, viele schwule Männer täglich durch ihr Leben. Und mit mehreren Millionen täglichen Nutzern zeigt sie auch, wie stark das Internet mittlerweile mit unserem Leben verflochten ist. Abschließend stelle ich deswegen folgende Frage in den Raum. Können wir überhaupt noch zwischen einem virtuellen Datingraum und unserem Real Life unterscheiden? Oder sind nicht beide Räume schon längst miteinander verschmolzen? So viel erstmal von meiner Seite. Wer noch mehr über die App und das Sex-Dating erfahren möchte, kann gerne auf unserem Wissenschaftsblog auf hieg.de vorbeischauen. Da haben wir heute ganz frisch einen Beitrag zu diesem Thema veröffentlicht. Ich gebe jetzt zurück an Katja und unsere SpeakerInnen und wünsche euch allen bei Click, Chat, Love und dem riesigen Kosmos aus hunderten Apps und Plattformen, mit denen wir uns täglich daten, viel Spaß. Vielen Dank, Frederik. Mal gucken, wie wir da durch diesen Dschungel an Apps und natürlich auch Themen, die du jetzt schon alle aufgenannt hast, kommen. Herzlich willkommen. März 2020, da möchte ich uns erstmal hinbeamen. Bei dir ging es ja jetzt ein bisschen weiter zurück. März 2020, Deutschland kommt im Lockdown an. Gesellschaftlicher Arbeitsauftrag, Kontakte vermeiden, Kontakte reduzieren. Ende März und April dann im vergangenen Jahr, Dating-Plattformen wie Tinder
was ja für den Markt der elektronisch vermittelten Zärtlichkeit, über den wir hier sprechen wollen, sowas ist wie das Tempo für den Bereich Zellstofftaschentuch. Tinder also und andere melden Rekordnutzerzahlen. Und auch wenn wir uns jetzt vielleicht langsam wieder raustrauen zum Friseur oder in den Biergarten, diese einschlägigen analogen Kennenlernorte, Betrieb, Bars, Clubs und so, die bleiben fürs Erste noch geschlossen. Höchste Zeit also, über Liebe und Sex in den Zeiten der Pandemie oder vielleicht auch Postpandemie der Vorsichtigen zu reden. Ja, und aber auch nochmal ganz dezidiert zum Thema Online-Dating. Ich schätze, dass alle, die uns zuschauen und zuhören, herzliches Willkommen an der Stelle, da entsprechende Erfahrungsberichte und wahrscheinlich auch Nachfragen oder Anmerkungen haben. Schaltet euch also bitte wie immer ein. Das mit dem leeren Stuhl muss noch ein bisschen warten, aber geht hier auch ganz kommod in dem digitalen Salon. Also wie immer Twitter oder Slido unter dem Hashtag Dicksal. Dann gibt uns Natascha die Fragen rein und ich leite die ans Panel weiter, das ich euch vorstellen möchte. Vera Aretz ist bei uns, Professorin und Studiendekanin an der privaten Hochschule Fresenius in Köln und dort unterwegs im Bereich Wirtschaftspsychologie. Sie erforscht die psychologische Seite der Phänomene, mit denen wir uns umgeben oder die wir beispielsweise in der Hosentasche tragen, wie Frederik gerade sagte, und guckt dann, verändern die unsere Kommunikation, verändern die unsere Beziehungen. Das können zum Beispiel Emojis sein, ich weiß, da hast du viel zugearbeitet, aber auch Dating-Apps und insbesondere nochmal mit Fokus auf Pandemie. Herzlich willkommen nach Köln. Und Dr. Julia Dombrowski ist bei uns und die spricht ebenfalls aus dem Orbit der Forscherin. Die hat nämlich als Kulturanthropologin an der Uni Bremen zum Thema Online-Dating promoviert und zwar im Pleistozän, also 2009, 3 Jahre bevor überhaupt Tinder auf den Plan getreten ist, also wirklich verdammt lang her, wenn man es so betrachten will. Und auf dieser Promotion beruht dann auch dein Buch, Die Suche nach der Liebe im Netz. Ich glaube, daran hat sich nichts geändert an diesem Titel und Befund. Eine Ethnographie des Online-Datings. Willkommen. Ja, danke. Und Dr. Thorsten Peetz ist da. Der guckt aus einer anderen, aber doch auch verwandten Perspektive, glaube ich, aufs Thema, nämlich als Soziologe. Aktuell am Hanse-Wissenschaftskolleg, vorher an der Uni Bremen. Und der interessiert sich für, das habe ich bei dir gelesen, intime Bewertungskonstellationen im Rahmen der Digitalisierung, also im Großen und Ganzen, ob auf Spotify oder Amazon, aber natürlich auch nochmal maßgeblich und mit Fokus auf Dating-Apps. Willkommen auch dir, Thorsten. Hallo. Und wir haben eine Person an Bord, die das Herstellen von Matches nicht als Forscherin befragt und betreibt oder hinterfragt, sondern ganz aktiv matchen will, also eine Kupplerin. 2013 hat Anni Kralisch-Pelke mit ihrer Freundin die Webseite Im Gegenteil gegründet, mit dem Ziel, Singles in deutschen Städten zu verkuppeln. Ich glaube, los ging es mit Berlin damals. Und dann werden eben die Menschen auf der Suche nach einem Partner, nach einer Partnerin, von dir, Anni, oder von anderen Autoren und Autorinnen porträtiert, fotografiert im natürlichen Habitat sozusagen. Und wenn die mir gefallen, dann kann ich die anschreiben. Herzlich willkommen, Anni. Hallo, ihr Lieben. So, du firmierst ja bei Im Gegenteil als Head of Love. Was ist denn deine Arbeitsplatzbeschreibung? Ja, Head of Love, das haben wir uns selbst ausgesucht, weil es ist unsere eigene Firma und das heißt ja so das Oberhaupt der Liebe. Und wir haben das wirklich 2013 aus diesem Grund gegründet. Meine beste Freundin, mit der ich das gemacht habe, die war selber auf Partnersuche. Und wir waren dann so in dem Alter, wo wir nicht mehr so oft ausgegangen sind. Und da war es im echten Leben, ist es ein bisschen schwerer geworden. Die Dating-Apps gab es noch nicht. Und wir haben uns so gefragt, nee, wenn schon dann irgendwie Online-Dating, dann wollen wir irgendwie was Cooles haben. Ja, und so ist das dann irgendwie entstanden und wir sind die Heads of Love. Und sie hatte tatsächlich darüber auch selbst mal einen Freund gefunden. Okay. Womit verdient ihr Geld? Also ihr besucht mich ja und macht irgendwie, dass ich schön aussehe. Bezahle ich dann dafür? Nein. Wir hatten tatsächlich keinen Businessplan am Anfang. Es ging uns wirklich rein um die Liebe. Ich glaube, das fanden ziemlich viele Leute so ein bisschen verpeilt. Ich glaube, heute würde ich es auch nicht nochmal ganz genauso machen. Also so ohne Businessplan und ohne Geldidee ist es schwierig, weil dann musst du ja deine Miete zahlen und essen und so weiter und so fort. Wir haben uns auf jeden Fall trotzdem dafür entschieden, dass die Singles gar nichts bezahlen müssen.
weil wir das so als Dienst an der Menschheit gerne machen möchten. Und wir haben noch ein Online-Magazin, das ist auch bei Im Gegenteil mit dabei. Da geht es um Liebe, Dating, Sexualität, moderne Sexualität auch ganz viel. Und da machen wir zum Beispiel Kooperationen mit Partnerinnen und Partnern, wofür wir bezahlt werden. Und dann haben wir noch eine Content-Creation-Agentur. Wir querfinanzieren das ganze Projekt also hauptsächlich. Okay, aber dieser Bereich Vermittlung ist sozusagen unentgeltlich und dann gibt es eine Querfinanzierung. Julia, ich habe es gesagt, du hast in vorpandemischen Zeiten promoviert, also und auch im Zeitalter vor Tinder, falls sich die Älteren unter uns erinnern sich, das gab's. Bei dir vermutlich ging es dann demnach um Parship und Co., also das, was man ja nicht vermeiden kann, wenn man mit den Öffis unterwegs ist, alle so und so viele Minuten verliebt sich ein Single über Parship und dazu ganz weiße Zähne und ein tiefes Dekolleté. War das sozusagen dein Forschungsberitt? Ja, genau. Also ich habe angefangen, nachdem halt eben, ja, so in der Zeit, wo die ersten großen Börsen aufkamen. Und dann hatte ich mir so einen Satz an Börsen angeguckt, wo natürlich Parship dabei war, Elite-Partner, Finja, falls sich jemand erinnert, als kostenfreie Börse. Und dann halt immer wieder noch kleinere Sachen sind da halt eben reingeblitzt. Und es gab übrigens dann schon bald eine erste App, möchte ich unbedingt festhalten. Aber die kam erst auch, als ich halt eben relativ am Ende war mit der Promotion. Das ist ja immer so ein bisschen längerer Prozess. Und es gab den Liebesalarm auf einmal. Das war halt eben wie Grindr und so eine geosoziale App, also halt das gleiche Prinzip. Man konnte sich lokalisieren lassen halt eben. Und dann konnte man gucken, wo halt eben auch Suchende in der Umgebung waren. So, das war, glaube ich, so einer der ersten Schritte, also zumindest für den heterosexuellen Markt. So, die anderen waren halt immer schon ein bisschen vorher dran, die queere Community. Aber da gab es dann halt eben auf einmal eben den Liebesalarm noch. Jetzt wirst du das ja beobachtet haben seither. Was würdest du denn sagen, hat sich durch Tinder verändert oder, wenn wir es verallgemeinern wollen, durch das Aufkommen der Apps? Also ganz banal ist es natürlich nochmal ein erweiterter Markt geworden, also noch mehr Masse. Natürlich ist es halt ein Prozess der Geschwindigkeit, in dem du halt nicht mehr irgendwie chattest und Chatprogramme nutzt und wirklich auch wie damals teilweise an Laptops oder Rechnern schreibst, sondern du hängst halt eben an mobilen Endgeräten. Wie Frederik so schön gesagt hatte, du hast es halt einfach in der Hosentasche. Also ich glaube zum Beispiel, dass was bei meinen Sachen schon eklatant war, wie viel Zeit die Menschen einfach auf einmal für eine Suche von einer Partnerin aufgewendet haben. So, also mit dem Online-Dating hattest du auf einmal einen Raum, in dem du dich stundenlang ja bewegen konntest oder halt über E-Mails auch immer irgendwie verbunden waren. Und über halt die Apps bist du noch näher dran und du kannst eigentlich noch mehr Zeit damit verbringen. Auch wenn du nicht genau darauf fokussiert bist, läuft es halt immer im Hintergrund nochmal weiter. Ist also eigentlich das, was wir Casual Dating nennen, das, was erst mit den Apps aufgekommen ist? Vorher war es vielleicht Online Dating und dieses beiläufige, immerwährende, immer verfügbare ist dann erst mit den Smartphones und den Apps aufgekommen? Also würde ich nicht sagen, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie man Casual Dating halt eben definiert. So, also so, es guckt man halt nach einer Beziehung, nach einer langfristigen Partnerschaft, guckt man nach Sexkontakten und das Ganze gibt es eigentlich seit Anbeginn des Internets so ungefähr. Also ob du da halt früher etwas komplizierte Art Foren oder Gruppen hattest oder dann eben die Börsen waren, also neu ist es in dem Sinne alles nicht, in dem halt Technologien und vor allem Massenmedien, egal in welcher Form, wirklich seit dem 17., 18. Jahrhundert mit dem Aufkommen des Drucks einfach für die Liebes- und Partnerinnensuche genutzt werden. Das ist einfach sozusagen, finde ich, immer so die logische Konsequenz von dem Ganzen. Okay, dann betritt die Soziologin Eva Illusch den Plan und erforscht, dass die Liebe im Verhältnis zum Kapitalismus. Von ihr stammt der Satz, das Internet hat sich zu einem Markt entwickelt, in dem man die mit Menschen verbundenen Werte, setzt sie in Anführungsstriche, vergleichen und sich für das beste Angebot entscheiden kann. Thorsten, stimmst du zu? Also macht Tinder uns zu Waren, die die anderen Waren bewerten, während sie sich selbst feilbieten?
Naja, also ich glaube, ganz so wie Evil Luz würde ich das nicht sehen. Also was auf jeden Fall klar ist, ist, dass wir uns, wenn wir Dating-Apps oder auch Online-Plattformen benutzen, wechselseitig bewerten. Also eine gewisse Form von intimer Wertigkeit schreibt man anderen Personen zu. Man findet sie attraktiver, vielleicht intelligenter, hübscher und so weiter und so fort. Also das heißt, eine Differenzierung von Personen anhand von spezifischen Kriterien der Wertigkeit findet da definitiv statt. Ich glaube nur nicht, dass es sich dabei tatsächlich um einen Markt handelt. Und auch das hängt damit zusammen, wie man einen Markt definiert. Ich denke, dass zu einem Markt so etwas wie Preise gehören. Also quasi Geldwerte zahlen, mehr oder weniger. Und sowas findet man im Online-Dating überhaupt nicht. Also wenn man sich zum Beispiel Tinder anguckt, dann findet man noch nicht mal Zahlen, die man zu Gesicht bekommt. Also man kann den eigenen Wert und den Wert der anderen nicht numerisch ausgedrückt dort wiederfinden. Und deswegen finde ich es ein bisschen überzogen, wenn man da von Märkten spricht. Aber auch das, Julia hatte ja gerade auf die Börsen in Zeitungen und Zeitschriften verwiesen. Genau. Auch das ist ja eigentlich ein alter Begriff, der Heiratsmarkt, der Markt der Partnersuche, vielleicht nicht mit einem Preisschild dran, aber eben doch mit verschiedenen Stufen von Attraktivität. Ja, dass man sowas im Alltag beschreiben kann, das würde ich ja sofort unterschreiben. Also ich würde ja als Soziologe niemanden vorschreiben wollen, wie er oder sie die Wirklichkeit beschreiben will. Aber als quasi soziologischer Begriff, als Konzept, mit dem man das Ganze theoretisch kontrolliert beschreiben will, glaube ich, funktioniert das nicht, weil die Unterschiede zwischen wirtschaftlichen Märkten und solchen Märkten eben viel zu groß sind, als dass ich jetzt persönlich denselben Begriff dafür verwenden würde. Eine andere Metapher, die auch häufig verwendet wird, ist die Metapher des Katalogs. Also, und da kann man sich natürlich auch vorstellen, es ist ein Warenkatalog und man blättert durch. Aber das funktioniert auch nicht wirklich, weil erstens findet man da wieder keine Preise und zweitens, wenn man auch versucht, auf Bestellen zu drücken, dann wird man in den meisten Fällen die Erfahrung machen, dass quasi kein Produkt bei einem ankommt. Also die ganzen Metaphern aus dem wirtschaftlichen Feld finde ich eigentlich deplatziert. Jetzt habe ich bei dir den Satz gelesen, die Leistung, die solche Apps bereitstellen, sei die Eröffnung von Möglichkeiten der Intimsystemanbahnung. Ein Intimsystemanbahnen kann ich ja auch analog. Erhöht die App dann einfach nur, bei Julia klang das so an, die Quantität, also ist so eine Art Durchlauferhitzer, da strömt einfach mehr an mir vorbei? Genau, man sieht erstmal, man bekommt mehr potenzielle Partnerinnen oder Partner zu Gesicht. Genau. Und deswegen erhöht das vor allem in quasi gesellschaftlichen Situationen die Möglichkeiten der Intimsystembildung, wenn man das so ausdrücken will. Oder ich sage auch manchmal verwende lieber den Begriff des intimen Spiels, also anfangen, intime Spiele zu spielen, weil man eben die Möglichkeit hat, überhaupt Kontakt mit Leuten aufzunehmen. Was sind denn, wäre überhaupt intime Bewertungskategorien? Worum geht es denn, wenn ich mich präsentiere auf einer App? Das kommt ganz stark drauf an. Also wir haben 2500 Online-Dating-Portale. Es gibt unglaublich viele unterschiedliche Motive. Das wurde vorhin schon angesprochen, weswegen Menschen Online-Dating nutzen. Aus meiner Sicht, Julia hatte das vorhin kurz ausgeführt, ist ein Vorteil sozusagen dieser Dating-Apps, dass es tatsächlich eine neue Zielgruppe auch erschlossen hat, nämlich Jüngere, die jetzt gar nicht verzweifelt auf der Suche nach einem Heiratspartner sind, sondern eben auch Online-Dating nutzen, um in Kontakt zu kommen, um neue Menschen kennenzulernen, die sozusagen fernab des eigenen Radiuses oder Dunstkreises, wie man so schön sagt, sich aufhalten. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz hilfreich, diese unterschiedlichen Portale, wo sich dann auch, oder die Portale, die unterschiedliche Leute ansprechen, auch nochmal differenziert zu betrachten, weil die Art der Darstellung sehr unterschiedlich ist, die Art der Informationen, die preisgegeben werden und, um diesen Begriff aufzugreifen, die Art und Weise, wie intim man sich auch darstellt. Und wenn du jetzt, ich glaube, Tinder ist ja schon sowas wie die Referenzplattform, wenn wir jetzt die rauspicken, was würdest du sagen, sind die Kriterien, wonach entscheiden andere, ob sie mich liken und treffen wollen und ja, was sagt die Mehrheit, was ist da entscheidend?
Also Tinder, die Plattform von Tinder stellt ja nicht sehr viele und nicht sehr reichhaltige Informationen dar. Das, was man sozusagen zunächst sieht, ist das Bild und das Foto und man weiß, dass sozusagen die Nutzer sehr schnell auch durch diese Tinder-Profile rasen. Das heißt, es wird relativ schnell entschieden, gefällt mir das Bild oder nicht. Man weiß, dass es da manchmal einen Geschlechtsunterschied gibt und Frauen die Profile noch mal ein bisschen mühsamer analysieren. Aber tatsächlich ist das ein insgesamt deutlich oberflächlicheres Medium als andere Online-Dating-Portale. Okay, also bei anderen wird dann auch sehr viel psychologischer, feiner granuliert. Wie sind wir politisch drauf? Wie sind wir gesellschaftlich drauf? Was haben wir für Hobbys? Eher Weißwein, eher Rotwein und dann nochmal nach Trauer, Burgunder und Chardonnay aufgedröselt. Ja, so ungefähr, genau. Die Angaben sind natürlich vielfältiger. Ja, meine Hobbys, meine Interessen, genau meine Werte, meine Einstellungen, die ich dort kundtun kann, der Satz des Tages, was auch immer. Also es gibt mehr Informationen, die ich sozusagen fernab des Profilbildes mir noch zu Gemüte führen kann und dann anhand dessen ich dann entscheide, finde ich interessant, möchte ich näher in Kontakt kommen oder aber entscheide ich mich möglicherweise dagegen. Jetzt hat sich ja Thorsten abgesetzt von dieser These, dass diese Apps und Online-Dating-Plattformen eine Erweiterung des Online-Kapitalismus oder des Turbo-Kapitalismus sind, as we know it. Würdest du dem zustimmen oder widersprechen? Also ich versuche mich mal über eine Definition zu retten und für mich ist sozusagen der Markt ein Ort, wo sozusagen Angebot und Nachfrage zusammenkommen. So, jetzt ist die Frage, es gibt natürlich viele Apps, die große Wirtschaftsunternehmen geworden sind und die sozusagen auch einen monetären Zugewinn erwiesenermaßen haben, gerade jetzt auch sozusagen durch die Pandemie und im Zuge der Digitalisierung, sozialer Kontaktbeschränkungen und dergleichen mehr. Und Tinder hat, glaube ich, jetzt irgendwie neuerdings den Summer of Love quasi ausgerufen und nochmal gesagt, dass jetzt selbst in dem ersten Quartal die Umsatzzahlen enorm angestiegen sind, weil die Bezahlbereitschaft jetzt auch beispielsweise durch die Pandemie bei vielen Online-Datern auch nochmal deutlich höher geworden sind. Das heißt, ich würde mich dem nicht hundertprozentig anschließen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich den Thorsten nicht so richtig mit der These verstanden habe. Okay, Julia, bitte. Genau, ich würde da auch noch was einwerfen wollen, weil ich finde das ganz interessant. Ich bin bei Eva Illus und ihren Thesen immer komplett hin und her gerissen, muss ich sagen. So einerseits finde ich es sehr bestechend, wie sie das halt eben vor Hinblick von so einer kapitalistischen Matrix analysiert. Und andererseits habe ich immer den Eindruck, dass sie halt eben den einzelnen Menschen keine Agency, also keine Kraft mehr zu entscheiden und sich dadurch zu navigieren zutraut. So, es gibt eine Stelle, wo sie halt eben auch quasi die Online-Data als leidende Subjekte wirklich beschreibt. Und es gibt Menschen, die leiden drunter, die haben auch die Freiheit, aus Börsen wieder auszutreten. Es gibt Menschen, die machen furchtbare Erfahrungen da drin. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die innerhalb von einer sehr kurzen Zeit eine ganz hohe Kompetenz erwerben. Und ich glaube, das ist auch was, wenn man jetzt nochmal auf Tinder guckt und die klassischen Börsen sozusagen, ist es so, ich glaube nicht, dass unbedingt Tinder oder Grindr weniger Informationen liefert, aber die Informationen werden anders gelesen. Man braucht eine andere Medienkompetenz, um ein Tinder-Profil zu verstehen und zu erfassen, in dem wirklich wahnsinnig viele visuelle Reize nochmal da ganz kurz aufgefasst werden müssen und in dem halt aber auch nochmal eine ganz andere Subtilität und Ironie oft in den Texten ist. So. Würdest du sagen, alle Nutzerinnen und Nutzer haben diese Kompetenz, um in der Geschwindigkeit all diese kleinen Informationsbits, die drinstecken, zu entschlüsseln? Oder ist das dann nicht auch wieder sehr subjektiv, welche Informationen ich aus deinem Profil rauslesen kann und will? Ja, ich glaube aber, ja, natürlich. Einige scheitern, andere nicht. Andere merken es auch gar nicht. So, also das gibt es immer. Da kann ich auch keine Zahlen zu liefern. Aber ich glaube schon, dass sich Tinder ja auch in so einer Art von Social-Media-Konsumverhalten reiht, wie, weiß ich nicht, wenn man durch Instagram, was ja auch mittlerweile eine Dating-Plattform ist, auf eine gewisse Art scrollt. So, dass dieses schnelle Wahrnehmen von Schlüsseln doch etwas ist, was für manche Menschen
viel genutzt wird. Oder es gibt dann halt eben so einen Schritt, wie eben Anni gemacht hat mit ihrem Projekt, was ich auch nochmal total spannend finde, was ja auch quasi ein Gegenschritt dazu ist. Aber ich glaube, in den beiden Wegen sind auch keine Widersprüche so. Es werden einfach unterschiedliche Bedürfnisse angesprochen dabei. Ich weiß nicht, wie Anni das sieht. Das würde mich mal sehr interessieren. Bitte, Anni. Ja, gerade so zum Thema Tinder. Also um es nochmal zu erklären, wir gehen ja wirklich zu Leuten nach Hause, porträtieren die deutschlandweit. Das machen natürlich jetzt nicht mehr nur ich und meine beste Freundin, die es gegründet haben, sondern Teams. Das heißt, das Ganze ist sehr aufwendig, ne, sehr zeitintensiv. Und wir haben das halt gemacht, um genau zu entschleunigen. Also wir sind auf den Markt gekommen und wirklich 2 Wochen später ist Tinder in Deutschland gelauncht. Und deswegen hatten wir auch so viel Presse am Anfang, weil wir das totale Gegenstück waren. Weil wir waren so fürs Entschleunigen da und trotzdem Online-Dating. Und Tinder, ich habe es einmal selbst bei einer Freundin gemacht. Und ich habe gar kein Spielesuchtpotenzial oder so. Aber ich muss wirklich sagen, ich saß da nach einer Viertelstunde und also ich habe mich selbst erschrocken und ich war irgendwann so, bitte nimm mir dieses Handy weg, ich kann nicht mehr. Das ist irre, was ich da gerade mache. Und die Menschen, die ich selbst porträtiert habe, ich würde sagen, es sind ungefähr so um die 200, die haben fast alle gesagt, ich habe mich durchgetindert, ich kann nicht mehr und deswegen melde ich mich jetzt bei euch. Ja, oder was auch immer, wie die Apps Luwu und wie sie alle heißen. Also die meiste Antwort war, ich kann damit nicht mehr, ich bin durch. Ich habe zu viel davon gemacht. Was war das für ein Fed-Up-Effekt? Also was hat die so abgefüttert? Naja, ich glaube einmal die Masse. Ne? Also wenn du jetzt rausgehst, ne, so im echten Leben damals, als es alles noch nicht gab, da kann ich ja auch drüber sprechen, als ich noch gedatet habe früher, als es das alles nicht gab, bin ich rausgegangen und dann habe ich vielleicht in diesem Club an dem Abend 50 Männer gesehen oder 100 oder wie viele da drin standen und davon fand ich vielleicht 1 oder 2 attraktiv. Ja, und das war in einem Zeitraum von 4 Stunden, konnte mein Gehirn das immer sehr gut verarbeiten. Dann konnte ich gucken, finde ich den jetzt besser oder den. Und wenn du jetzt halt da sitzt und dir hunderte Menschen in so einer kurzen Zeit angucken kannst, haben wir die Erfahrung gemacht, dass viele einerseits damit total überfordert sind und dass besonders Frauen, wenn wir jetzt in einer heteronormativen Beziehung denken, Frauen, die einen Mann suchen, meistens für was Längeres, eventuell auch Kinderwunsch und so weiter, dass es ganz oft nicht weitergegangen ist. Sie hatten dann 1 oder 2 Dates, dann haben sie miteinander geschlafen, dann hat der Typ sich nicht mehr gemeldet. Ja, also das ist so eine klassische Geschichte. Und dann haben die Frauen sich bei uns gemeldet und gesagt, so, jetzt bin ich hier. Und dann gibt es natürlich auch Männer, die was Längerfristiges suchen. Und auch da ist es tendenziell eher, also die Leute, die sich bei uns melden, suchen in der Tendenz, glaube ich, eher etwas Längerfristiges. Wobei wir sagen, wir sind für alle da. Ne? Also wenn jemand sagt, ich will nur eine Affäre haben, dann sage ich, hey, dann würde ich das gerne in den Text über dich reinschreiben. Weil ich finde es halt cool, wenn man damit offen umgeht. Wenn man schon von vornherein sagt, eine monogame Beziehung ist für mich ausgeschlossen, finde ich das irgendwie nett, wenn man es vorher weiß. So. Mhm. Wäre jetzt, hast du ja untersucht, ob und wie sich das Online-Dating-Verhalten im Lockdown verändert hat oder eben nicht. Mal zu den Ergebnissen. Was ist denn jetzt anders mit Love und Dating im Lockdown? Und ich weiß nicht, ob du auch schon den Blick so ein bisschen in die Post-Covid-Ära heben kannst. Also das, was wir festgestellt haben, das korrespondiert auch zu anderen Studien, die es gab, ist, dass die, sagen wir mal, Mediennutzungszeit auch im Kontext jetzt von Corona gestiegen ist. Die Leute nutzen intensiver Online-Dating, die sozusagen, Plattformaktivität ist deutlich gestiegen. Das heißt nicht nur, dass sich neue Menschen registriert haben, das heißt auch, dass die, die bereits registriert sind, auch nochmal tatsächlich intensiver Online-Dating praktiziert haben. So, was heißt das jetzt? Sie kommunizieren deutlich häufiger. Das heißt, Online-Dater haben gemeinhin gesagt, dass sie einfacher miteinander in Kontakt kommen, dass sie schneller Feedback bekommen, dass also insgesamt die Quantität der Kommunikation gestiegen ist, aber auch die Qualität. Das fand ich ganz interessant, nochmal zu sehen, dass diese Smalltalk-Themen, so wie man vielleicht früher ganz gut in Kontakt gekommen ist, jetzt gerade im Kontext der Pandemie in den Hintergrund geraten sind, sondern eher so Themen auch nochmal, wie geht es dir, Corona-bedingte Stressoren bis hin Lebenseinstellungen, Werte, Familie, Ziele, die man sozusagen hat. Wir, also ich finde es ja immer wichtig,
nochmal sich zu vergegenwärtigen, welche unterschiedlichen Online-Dating-Plattformen es gibt. Und wenn man so zwei, sagen wir mal, Extremformen vom Nutzerprofil her nimmt, dann wäre das vielleicht, wenn man so möchte, zumindest im heterosexuellen Bereich, Online-Partnervermittlung und Social-Dating, weil oftmals sozusagen das Alter hier auch unterschiedlich ist. Diejenigen, die bereit sind, auch sehr teure und zahlungspflichtige Angebote in Anspruch zu nehmen, haben irgendwie andere Motive und nutzen sozusagen Online-Dating auch anders als die, die sagen, ich ist ein niederschwelliges Angebot, ich probiere das mal so just for fun aus. Insgesamt zeigt sich, dass die Social Data unserer Studie nach angegeben haben, dass sie tatsächlich stärker unter sozialer Einsamkeit leiden, also dass ihnen so der Kontakt zu Leuten fehlt und deswegen auch Online-Dating nicht nur quasi zur Partnersuche, sondern eben auch, um den Radius zu erweitern, zu kommunizieren und in Kontakt zu kommen, genutzt wurden. Und um sozusagen das andere Feld aufzunehmen, der Großteil der Probanden, die Online-Partnervermittlungen genutzt haben, eher so diese emotionale Einsamkeit und der Wunsch nach Nähe und Intimität hatten und da sozusagen das Thema Partnersuche nochmal auch intensiver war. Mhm. Ja, vielleicht. Okay, also um nochmal nur auf die Zahlen zu gucken, ich habe dich so verstanden, es gab tatsächlich mehr Traffic, vor allen Dingen dann wahrscheinlich in den richtig deutlichen Lockdowns und gerade zu Beginn, als alle erstmal sich neu setteln mussten in dieser Situation, weil tatsächlich war das ja in den Pressemitteilungen teilweise ziemlich unklar, also die haben dann ziemliche Jubel-PMs rausgehauen, wie toll das Geschäft gerade läuft, aber so richtig harte Zahlen habe ich selten gesehen. Also wo sind Zuwächse in welcher Höhe? Aber du würdest sagen, prinzipiell hatten die mehr Nutzer und die Nutzer haben mehr Traffic verursacht. Also ne, das, was ich auf Basis unserer Studien sagen kann, ist, dass die Nutzer genau das angeben. Ja, so, und das, wenn man sich, es gibt ja am 29. März gab es irgendwie eine Darstellung von Tinder, wie viele Swipes es gab und es war irgendwie, weiß nicht, irgendwie ist irre hochgeschnellt. Ansonsten lassen sich natürlich die Online-Dating-Plattformen da nicht so richtig hundertprozentig in die Karten schauen. Aber es, also ne, unsere Studie hat es gezeigt, es ergibt ja auch Sinn. Also ne, sozusagen früher, Frederik hat das angesprochen, hatte man ja sozusagen die Möglichkeit, zwischen der analogen und der digitalen Welt sozusagen zu wechseln und auf einmal sind die Kontaktmöglichkeiten deutlich eingeschränkt und die Menschen haben sozusagen auch daraus diesen Mangel, der entstanden ist, zu kompensieren, natürlich digitale Medien deutlich häufiger genutzt und so auch Online-Dating. Thorsten und Julia, ich glaube, ihr sah beide so aus, als wolltet ihr dran puzzeln an das, was Vera entwickelt hat. Oder habe ich euch missverstanden, eure Mimik und Gestik? Dann sage ich Julia. Oder wer sich schneller entmutet hat. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren und würde gerne einmal kurz an Thorsten übergeben. Wenn ich okay. Bin. Guter Grund. Ja, ich wollte nur kurz was zu den Zahlen sagen. Also man weiß natürlich nicht, es ist natürlich immer alles so ein bisschen die Geschäftsmeldungen dieser Online-Dating-Firmen, das ist alles immer so ein bisschen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man die interpretiert. Aber es sind ja börsennotierte Unternehmen. Das heißt, die bringen auch viermal im Jahr Geschäftszahlen raus. Und da kann man sehen, dass der Anteil der Zahlennutzerinnen auf jeden Fall immens gestiegen ist im vergangenen Jahr. Also aus dem Kopf habe ich jetzt auch nicht die konkreten Zahlen, aber bei Interesse kann man das natürlich dann im Internet nachsehen. Das wollte ich dazu beitragen. Okay. Julia, jetzt will ich dich überhaupt nicht zwingen. Entweder hast du den Faden wiedergefunden oder ich frage die Anni was. Frag mal Anni was. Okay. Wie seid ihr denn umgegangen bei im Gegenteil mit der Pandemie? Bei ganz vielen war ja erstmal so, hoch, ach du Schreck, wir bieten ja hier Kontakte an, aber gerade ändert sich ja komplett das Paradigma. Wir sollen ja keine Kontakte haben. Dann gab es so diese Warnhinweise, die man beachten konnte oder auch nicht. Also habt ihr eher gedacht, wir müssen aber jetzt hier auch irgendwie für Aha-Regeln einstehen? Oder habt ihr gedacht, was ja Vera gerade mit Zahlen entwickelt hat, nee, Singles, die vielleicht vorher gar nicht einsam waren, sind es jetzt und denen wollen wir zur Seite stehen. Was habt ihr gemacht?
dadurch, dass das, was wir machen im Porträtieren, ja mit echtem menschlichen Kontakt, wir gehen zu dir nach Hause in deine Wohnung, haben wir ganz klar uns an die AHA-Regeln gehalten. Wir haben aufgehört zu porträtieren und erst wieder im Sommer sind ganz wenige Porträts entstanden, als die Zahlen so weit runtergegangen sind, dass du dich irgendwie mit offenem Fenster, ne, und so irgendwo reingetraut hast. Das heißt, wir haben dementsprechend wenig porträtiert. Ich glaube aber, dass die Profile, die noch online sind, also bei uns wird man irgendwann auf In Love gestellt oder ich suche nicht mehr und dann ist dieses Kontaktformular am Ende weg, wenn eine Person wirklich nicht mehr sucht oder in einer Beziehung ist. Und ich glaube, dass die Kontaktformulare, die noch aktiv sind, recht rege genutzt wurden. Wir haben darüber keine Daten. Ich schaue da jetzt nicht täglich rein oder so, weil wir müssen damit anders als Tinder und Co. nicht unser Geld verdienen. Und ich muss auch nicht wissen, wie oft, wie viel jemand eine Nachricht bekommen hat. Wir haben aber gemerkt, okay, es geht weiter. Und in diesen Texten, die wir im Magazin veröffentlicht haben, haben wir natürlich diese Thematik, ne, also diese Einsamkeit bei Singles, die haben wir total aufgegriffen und zum Beispiel mit einer Psychologin jede Woche sogar einen Live-Talk auf Instagram gemacht, wo wir uns immer dem Thema der Community gewidmet haben. Das heißt, die konnten immer Fragen stellen und uns war es wichtig, den Menschen einfach weiterzuhelfen, weil es gibt Menschen, die sind zufrieden mit nur Schreiben, ne, und denen geht es damit seelisch noch gut, aber es gibt gerade diese Menschen, die wirklich sehr sozial sind, die körperliche Nähe brauchen, die irgendwie Menschen spüren müssen im Raum, die haben halt sehr gelitten. Und jeder, der sich bis heute an die Regeln hält, also über ein und ein Vierteljahr, diese Menschen, gerade auch aus meinem Freundeskreis, die Single sind, die keine Umarmung mehr hatten, die, ne, nicht mehr geknutscht haben oder weiteres dann, das ist schon heftig. Also denen geht es nicht gut, ganz eindeutig. Natascha, ich habe mich schon gefragt, wo die Fragen bleiben. Ja, die Leute sind sehr verhalten bei dem Thema anscheinend. Ich habe zwei Fragen. Mhm. Und zwar die erste lautet, warum sind die Matching-Algorithmen nicht transparenter? Bei OkCupid kann ich zum Beispiel Fragen beantworten. Aber wie wäre es, wenn ich mehr Einfluss auf Vorschläge hätte? Woher will die Plattform wissen, ob zum Beispiel ähnliche Interessen eine Rolle spielen? Und die zweite Frage ist, woher kommt eure Motivation, sich mit dem Thema Online-Dating zu beschäftigen? Okay, und ich schätze, die sind beide nicht adressiert, sondern wer zuerst zuckt. Okay, bei der ersten Frage würde ich ja an dich denken, Vera, oder an dich, Julia. Also die Frage nach den Algorithmen, wieso werden die nicht bekannt gegeben? Da würde ich denken, wahrscheinlich aus demselben Grund, wieso Coca-Cola das nicht tut, weil Geschäftsgeheimnis will ich weiter nutzen und nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Oder gibt es andere Gründe? Hebt ihr einfach mal den Finger oder fangt an zu reden, wer sich angesprochen fühlt. Soll ich starten? Ja. Gerne. Also ich denke auch, dass es ist definitiv in erster Linie natürlich Coca-Cola-Effekt, so das ist das Geschäftsgeheimnis natürlich. Was mir dabei nochmal einfällt mit Algorithmen und wie genau sie sind oder nicht, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmte oder wie es algorithmisch gelöst wurde. Es gab eine Phase zwischen 2006 und 2010, übrigens eine Börse, die hatte auch einen Zufallsgenerator da drin. Das heißt, innerhalb von dieser Börse konnte man natürlich angeben, ganz klassisch, ich will nur Menschen zwischen, weiß ich nicht, 1,60 und 1,72 treffen, so, also von der Größe her, aber man konnte auch auf den Zufallsgenerator klicken, um halt da nochmal eben die Karten sozusagen anders zu mischen. Ich weiß natürlich nicht, was programmiererisch dahinter steckte, aber das fand ich auch nochmal so ein ganz interessantes Spielzeug oder Feature, um halt eben mit diesem Thema der Algorithmen umzugehen. Und ansonsten gibt es ja wirklich eben diese Börsen wie Parship oder so, die mit diesen ganz also mehr oder minder konkret wirkenden Matching Points arbeiten. So, und ich glaube, dass oft auf Menschen solche Zahlensysteme, also ein großes Vertrauen bringen, weil sie zahlen, also wirklich in den Börsen zahlen sie ja auch Geld dann dafür, aber sie haben angeblich damit auch was Handfestes. So, also es schwankt ja immer dazwischen, ist Liebe jetzt Zufall oder nicht oder ist Liebe der Algorithmus, und dazwischen müssen ja irgendwie diese Börsen halt auch hantieren und trotzdem ihr Publikum generieren.
Thorsten, ich glaube, du wolltest dann noch was zu ergänzen zur Frage, ob das nun sinnvoll ist, nach gleichgepolten Interessen zu suchen oder ob es Quatsch ist und man vielleicht eher so eine Wildcard haben möchte oder so einen Joker, wie Julia das gerade beschrieben hat. Also die Idee quasi des zufälligen Vorschlagens, die finde ich natürlich erstmal sehr sympathisch, weil das quasi nochmal ein ganz anderes Element quasi reinbringt, als das, wie es gegenwärtig gemacht hat. Ich wollte nur sagen, ich habe mich kürzlich relativ intensiv mit versucht herauszufinden, wie die Algorithmen von Tinder funktionieren und habe das auf Basis von Dokumenten gemacht, die allgemein zugänglich sind. Die Idee, die dahinter steht, ist eigentlich die gleiche wie bei Spotify. Bei Spotify hat man eine Person, man hat einen Musikgeschmack und man hat kulturelle Güter, also Songs, und die sollen miteinander in Kontakt gebracht werden. Das Kriterium, das verwendet wird, ist Relevanz. Bei Spotify quasi auf der Basis, dass die gucken, zum Beispiel, welche Lieder Leuten gefallen, denen ähnliche Lieder gefallen haben, wie sie mir in der Vergangenheit gefallen haben. So. Und bei Tinder läuft das darüber, dass quasi da geguckt wird, quasi ob die Leute, also Leute werden als relevant erachtet, Profile werden als relevant erachtet, wenn sie einem ähnlich sind, wenn sie quasi Profilen ähneln, die man selbst für gut befunden hat, und wenn sie quasi in eine ähnliche quasi Attraktivitätsskala eingeordnet werden können. So. Also nur war die Frage ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, war, wie funktioniert das eigentlich? Und das wird, und da würde ich auch zustimmen, deswegen nicht verraten, weil die Idee dahinter ist, dass wir damit quasi Geld machen. Das ist die Geschäftsgrundlage des Unternehmens. Vera, was sagen denn die User und Userinnen, die ihr befragt habt? Wollen die gematcht werden sozusagen mit dieser anderen Hälfte, die rumläuft, und zusammen sind wir ein Ganzes, weil wir eh schon zusammengehören in unseren Interessen und Vorlieben, oder wollen die vielleicht was ganz anderes, was meine Subjektivität oder mich als Individuum in einem ganz anderen Sinne erweitert und ergänzt? Haben wir nicht gefragt. greife ich aber gerne auf. Nee, dazu kann ich sozusagen nichts sagen, zumindest auf Basis unserer Studie. Ich glaube, man muss insgesamt so ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ein super spannendes Feld und ne, sozusagen es suggeriert ja auch, dass man Beziehungserfolg und Verliebtheit anhand von Rechenmodellen prognostizieren kann. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Die Forschung kommt zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, ja auch, wenn man sich versucht, so Meta-Analysen anzugucken, was sind so Kriterien, die Paare aufweisen hinsichtlich sozusagen Ähnlichkeitsprinzip, so wie Thorsten es vorhin auch schon ausgeführt hat. Ich glaube, es bleibt aber unterm Strich ein großes Mysterium und ich würde es mal vorsichtig formulieren, dass dieser Matching-Algorithmus ja Ähnlichkeiten, zumindest subjektive Ähnlichkeiten, die man sich selbst zuschreibt, auffasst und das sozusagen interessant sein kann und man mit interessanten Menschen in Kontakt kommen kann, nicht mehr und nicht weniger. Das heißt nicht, dass die Menschen unmittelbar und notwendigerweise gut zusammenpassen und das ein Traumpaar ist. Die Frage ist auch, ob das so funktioniert. Ich würde mich jetzt selbst als geduldig und humorvoll bezeichnen. Meine Tochter wäre da ganz anderer Meinung. Also so ein bisschen dieser Blickwinkel zwischen Selbstsicht und Fremdsicht, der kann ja schon stark divergieren auch. Also ich vielleicht, um das noch abzuschließen, könnte noch verweisen auf den digitalen Salon von 2016. Da hatten wir Erik Hegmann hier, der, glaube ich, firmiert unter Chief Love Officer oder so bei Parship. Und der da sehr ausführlich über all diese Fragebögen und diese Schreibarbeit, die ich da erstmal habe, wenn ich mich anmelde, referiert hat. Aber natürlich auch, ohne das Coca-Cola-Geheimnis zu lüften, weil Geschäftsgeheimnis, aber auf jeden Fall, so sagte er, unheimlich erfolgreich. Man kann die Stories der Matches und Paare und der Kinder, die daraus hervorgegangen sind, nachlesen. Aber so den letzten Schleier gelüftet hat er natürlich auch nicht. Die andere Frage, die ging, glaube ich, an euch alle vier, war, warum habt ihr dieses Thema adoptiert? Also Anni hat es eingangs gesagt, weil es das Bedürfnis danach gab, das, also ganz klar Lücke erkannt und reingesprungen. Was ist bei den drei Forscherinnen und dem Forscher? Also was hat euch angepiept oder seit wann seid ihr da eingestiegen?
Also ich habe die erste Studie 2008 gemacht und da habe ich selbst Online-Dating genutzt und erste Erfahrungen gemacht und es ist auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis so umtriebig geworden und es gab ganz viele Fragen, also wie sich die Menschen darstellen, also viele, die auch heute noch sozusagen virulent sind. Und dann bin ich so ein bisschen auf diesem Thema hängen geblieben, weil es wahnsinnig spannend ist, auch als Psychologin das Erleben und Verhalten des Menschen irgendwie zu beschreiben und so erklären zu können. Und es hat natürlich auch durch sozusagen den technologischen Fortschritt, gibt es sozusagen immer wieder neue Strömungen, neue Features, die es immer wieder aktuell, lebendig und uns sehr spannend gestalten. Thorsten, was war bei dir ausschlaggebend? Ja, also ich habe auch Erfahrungen mit Online-Dating, aber das war quasi, glaube ich, eher so im Hintergrund der Fall. Ich interessiere mich für Bewertung und für einerseits für analoge Bewertung, also ich forsche auch zu Personenbewertungen im Kontext des Heiligsprechungsverfahrens in der katholischen Kirche. Das ist sehr, sehr analog, sehr, sehr alt und sehr, sehr langsam und da ist quasi Online-Dating ein wunderbarer Kontrastfall zu. Ja, super. Das sind echt die beiden Enden der Parabel, kann ich mir vorstellen. Julia, was war es bei dir? Also bei mir, ich war, glaube ich, ein bisschen vor Vera dran und mir ist einfach die Werbung aufgefallen, so dass ich das doch schon spannend fand. Und ich habe einfach festgestellt, wie unheimlich viele Menschen es auf einmal in meinem Umfeld gemacht haben. So, und ich dachte, das ist so ein Massenphänomen und zu der Zeit gab es einfach aus kulturanthropologischer Sicht auch so gut wie gar keine Literatur dazu und das fing dann so ein bisschen an, so die Ethnologen gehen jetzt ins Internet und das fand ich schon auch methodisch einfach unheimlich spannend, so einen Schritt zu machen und so eine digital-analoge Forschung anzugehen und ich glaube, das ist auch immer noch das, was mich unheimlich interessiert, ist wie einfach Technik, Technologien, das Internet mit Emotionen und Gefühlen und der Frage, wie kommt man überhaupt als Mensch mit anderen Menschen zusammen? Das interessiert mich halt nach wie vor total. Jetzt habt ihr drei, die ihr da forscht, glaube ich, alle angefangen, euch dafür zu interessieren, als das noch so ein bisschen peinlich war. Also so unter Freundinnen, Vera, wie du das gesagt hast, hat man sich bestimmt ausgetauscht. Aber jetzt in so einer Runde sagen, ich habe das ja selber genutzt, also ich bin sozusagen aus persönlichem Interesse dahin gekommen und habe es dann professionalisiert und hinterfragt, war, glaube ich, 2008, 9, 10, 11 und auch gerade zu Beginn von Tinder wirklich also extrem mutig sozusagen. Ich denke, das hat sich schon geändert im vergangenen Jahrzehnt. Also das ist inzwischen, wie Frederik eingangs gesagt hat, so im Alltag wie eine Smartwatch oder also wie alle anderen Sachen, die wir nutzen, wie Google Maps oder so. Oder würdet ihr sagen, da ist immer noch so ein bisschen Ugu und muss man sich gut überlegen, wo man das anspricht? Wer möchte? Also aus meiner festen Überzeugung ist Online-Dating in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ganz junge, ganz alte sozusagen Menschen jeglichen Alters, jeder Couleur, jeder nutzt es oder hat es zumindest mal genutzt oder kennt jemanden, der es sozusagen aktiv nutzt. Und es gibt ja auch immer mehr und immer weitere und spezifischere Angebote. Nicht zuletzt, es wurde auch schon angesprochen, Smartphone, wir sind Zeit und Ort ungebunden und können also sozusagen jederzeit nach Partner, nach sexuellen Kontakten suchen oder aber auch einfach Online-Dating nutzen, um zu kommunizieren und in Kontakt zu kommen. Anni, dich habe ich nicken sehen. Gibt es denn vielleicht auch Widerspruch? Also Julia oder Thorsten, sagt einer von euch, das ist leider immer noch ein bisschen unangenehm, da in der Öffentlichkeit drüber zu sprechen? Also ich kann nur wieder mal aus der Forschung etwas, nicht aus meiner eigenen Forschung, aber es gibt repräsentative Studien für die Vereinigten Staaten. Da haben sich 2017 40% der heterosexuellen Paare, die sich kennengelernt haben, online kennengelernt. Also nicht nur auf Online-Dating-Plattformen, Apps, sondern insgesamt. Mhm. Aber das bedeutet, dass es quasi, also zentraler in der Gesellschaft kann man quasi nicht angekommen sein als das. Also was Vera sagt, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Natascha, du hast eine weitere Frage mitgebracht, schätze ich, oder mehrere. Genau. Die Fragen lauten, was sind eure Erfahrungen mit Diskriminierung auf Dating-Apps? Wie wird zum Beispiel Rassismus oder Sexismus durch Online-Dating-Plattformen in unserer Gesellschaft verstärkt? Ist die Frage adressiert an jemanden?
Nee. Okay, wer von euch hat sich damit beschäftigt? Der Thorsten, glaube ich. Ich habe mich auch selbst persönlich nicht damit beschäftigt, aber ich kann wieder Studien zitieren, die das Ganze in den Vereinigten Staaten untersucht haben. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass die Antwort darauf lautet, nicht. Also es wird nicht quasi verschärft. Die können sogar Anzeichen dafür feststellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich interracial couples bilden, leicht steigt. Was der These widersprechen würde, dass man sich da ohnehin nur in der eigenen Blase bewegt und wenn ich weiß und Mittelschicht bin, auch nur weiß und Mittelschicht treffe oder angeboten bekomme. Ganz genau, und das liegt auch, ich würde argumentieren, dass das teilweise halt auch tatsächlich an den Algorithmen liegt, die das quasi die Matches vorschlagen, weil sie eben nicht nur selbst die Ähnlichkeit quasi sich, nicht nur die Leute auf Ähnlichkeit hin beobachten, sondern auch deren quasi Verhalten beobachten. Das heißt, wenn Leute selbst andeutungsweise Präferenzen artikulieren für Menschen mit einer anderen Hautfarbe, dann kann das auch verstärkt werden. Und wird nicht, wie zum Beispiel im Freundeskreis oder in der Familie, vielleicht dann hängt natürlich von Familie und Freundeskreis ab, also ich will jetzt ja auch niemanden und das kann es auch verstärkt werden im Gegensatz dazu. Mhm. Julia, ich glaube, du wolltest dazu noch was sagen. Aber es gab gleichzeitig, also ich glaube, ich weiß, auf welche Studien Thorsten verweist. Es gab trotzdem intensive Diskussionen darüber. Ich glaube, das war bei Grindr, welche Angaben man machen darf oder welche abgefragt werden. Und wenn es da halt eben um Präferenzen geht, dass man da auch exklusiv vorgehen konnte, ich glaube nicht im deutschsprachigen Bereich, aber wo man sagen konnte, okay, no Asian, no whatever. Und da gab es halt schon sehr, sehr intensive Diskussionen, ob das ein legitimes Vorgehen ist oder ob da halt eben weiter Vorurteile verstärkt werden, weil man eben, wie Thorsten ausgeführt hatte, in bestimmten Bubbles bleibt. Und dann gibt es auch nochmal, da gibt es auch kurzer Artikel zu, inwieweit man vor allem insbesondere weiße Menschen Kapital daraus schlagen, indem sie sich mit POC-Kindern abbilden lassen in Charity-Situationen. Also man macht halt eben Charity-Work und nutzt solche Dinge auf seinen Profilbildern. Und das gibt, also es schien eine Phase zu geben, wo das auch auf Tinder und so wohl mehr vertreten war. Und dazu gibt es auch wieder relativ kritische Literatur. Okay. Dann würde ich tatsächlich noch mal gerne auf Corona gucken und was das mit Liebe gemacht hat oder mit dem Daten. Eine Kollegin von mir bei Radio 1 hatte im vergangenen Frühjahr nach diesen Jubelmeldungen bei Tinder und überall Prumps das mal recherchiert, aber natürlich in Privatempirie. Also das hat jetzt keinen allgemeinen Vertretungsanspruch. Und hat sich umgeschaut und ihr Fazit war, es gibt viele, die nach wie vor schnell und unverbindlich Sex suchen, weil das natürlich in der analogen Welt noch schwerer geworden ist. Aber es gab auch sehr viele, viel mehr als früher, sagte sie, die tatsächlich, ich glaube, eine von euch, ich glaube, Vera sagte das vorhin schon, die Gespräche suchten, also die chatten wollten, die sich austauschen wollten. Wie kommst du klar als Single, die Themen, die auch Anni genannt hat, die bei euch im Magazin bearbeitet wurden? Und im Tagesspiegel war jetzt im Frühjahr, also in diesem Frühjahr zu lesen, dass laut Elite-Partner 67% der Paare, die kürzer als ein Jahr zusammen waren, also die während der Pandemie zusammengekommen sind, sagen, sie hätten jetzt bessere und tiefgründigere Gespräche miteinander, als sie das vor Corona erlebt haben in Partnerschaften oder beim Anbahnen von einer Partnerschaft. Könnte man also ganz optimistisch sagen, Online-Dating plus Pandemie hat der Liebe oder meinetwegen den Long-Term-Beziehungen gut getan oder wäre das dann auch schon wieder zu weit gesprungen? Julia, dein Lächeln oder dein Lachen hätte ich gerne verbalisiert. Nein, ich muss einfach nur an private Beispiele denken und musste lachen, ohne das irgendwie belegen zu können jetzt weiter. So, aber ich glaube schon, dass sich qualitativ Sachen geändert hat, dass ein anderer Druck dabei war. Und ich glaube eher, dass es auch oft eine Phase war,
das ist jetzt wirklich eine vage Vermutung, wo Menschen auf einmal Zeit hatten, über ihr Leben nochmal nachzudenken oder auf eine andere Reflexionsebene gingen. Und das wirkt sich natürlich auch auf jegliche Privatgespräche und damit halt auch natürlich auf Privatgespräche im Rahmen vom Dating aus. So, und was mir einfach nochmal einfällt, also auch vor allem mit den Sachen, was Vera halt eben nochmal erzählt hatte, mit den Zahlen, die so hochschnellten, ist, was ich ja schon sehr interessant finde, was war halt einfach vor dem Online-Dating, welche Massenmedien wurden genutzt. Und vielleicht lohnt es sich, wenn man das forscherische Interesse hat, da mal zu gucken, was war eigentlich zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, was war nach anderen wirklich eklatanten Krisensituationen auf großen Skalen, wie schnellten dort einfach Dating-Märkte, wenn man es so nennen will, oder Plattformen in die Höhe oder nicht. Also das wäre sicher auch mal interessant, das zu vergleichen. Ja, das klingt total spannend, zumal ja nach dem Zweiten Weltkrieg das auch insofern eklatant war, dass da das eine Geschlecht eine ziemliche Mangelware war über lange Jahre. Ist das jetzt von dir sowas, wo du denkst, da würde es sich lohnen, mal hinzugucken, oder hast du schon mal hingeguckt und vielleicht Erkenntnisse, die sich daraus ableiten ließen? Nee, ich habe überhaupt keine Erkenntnisse. Der Gedanke kam ja erst vor 2 Wochen, aber ich habe da so ein bisschen angefangen zu fühlen und würde das unheimlich gerne mal dazu ein bisschen mir die Sachen weiter angucken. So, ich finde das schon sehr spannend, die Frage. Anni, wie ist das denn bei im Gegenteil? Was kriegt ihr da so für Rückläufe, Rückmeldungen von den Singles, die Partner, Partnerinnen suchen? Was sagen die euch? Haben die sich verändert? Haben sich die Anfragen, die sie erhalten, verändert in den vergangenen 15 Monaten? Vielleicht auch die Ansprüche? Also ich glaube, dass bei uns eher so die Menschen, die ähnlich wie wir haben die Pandemie auf jeden Fall ernst genommen, ne, und haben uns so an diese Regeln gehalten, also dass bei uns und über uns wieder sehr viel eher geschrieben wurde, als sich auch tatsächlich zu treffen. Ich habe jetzt im Freundeskreis wirklich alles erlebt, also Leute, die gesagt haben, scheiß auf Pandemie, hier wird weiter getindert und dreimal die Woche jemand anderes getroffen und auch mit nach Hause genommen. Ich glaube, um nochmal so auf diesen Ursprung zurückzukommen, was hat es mit Paaren oder für Paare gemacht? Also auch, das ist keine offizielle Studie, das ist einfach nur mein Freundes- und Bekanntenkreis, war jetzt für die meisten echt nicht so einfach. Also ziemlich viele, also es haben sich mehr Leute auf jeden Fall getrennt, so in meinem Umfeld und von Leuten auch auf der Arbeit und so, also ne, mit Partnern, mit denen wir arbeiten und so weiter und so fort. Also haben sich auf jeden Fall mehr Leute getrennt, als dass sie neu zusammengekommen wären und gesagt hätten, beste Zeit meines Lebens, total genial, Pandemie, super. Ich kenne aber tatsächlich ein Pärchen, die haben sich gerade noch so im März kennengelernt, Anfang März, und hatten eben dann genau diesen Glücksmoment, dass sie sich kennengelernt haben, total toll fanden und dann einfach nach 3 Wochen zusammengezogen sind, und es hat halt super funktioniert. Von meinem Gefühl her ist es eher die Ausnahme, und ich glaube, dass es die meisten Beziehungen, vor allem zum Beispiel, wenn Menschen schon Kinder haben und so, ne, und irgendwie dieser Workload und diese Aufteilung, dass es viele Familien sehr belastet hat. Mhm. Thorsten, wenn ich mir das so vorstelle, ich hätte online gedatet und wäre dann vielleicht fündig geworden, so zu Beginn der Pandemie und des ersten Lockdowns, dann fällt ja komischerweise genau das aus, womit so eine Beziehung, würde ich sagen, klassischerweise losgeht: ausgehen, Party machen, auf den Schlamm hauen, sondern man ist gleich so in diesem Long-Term-Modus, zusammen kochen, Netflix auf der Couch, Spaziergänge. Weiß ich nicht, ist das irgendwie total förderlich, weil es im Sinne des guten Gesprächs und des gründlichen Kennenlernens hilfreich ist, oder ist das nicht eigentlich doch so ein klaustrophobisches Erlebnis, irgendwie gleich ins Rentenalter zu düsen mit dem frisch gefundenen Schatz? Ja, es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man sich später wird erzählen können, glaube ich. Also quasi zur Bildung von Intimsystemen gehört ja auch immer, dass man quasi Geschichten bildet, die quasi erklären, wie man zusammengekommen ist, die man sich auch später wieder erzählen kann. Und das wird eine ziemlich einzigartige Geschichte sein, wenn man quasi erzählen kann, wie man sich in der Pandemie frisch verliebt hat. Ob das dann jetzt, wie lange das... ab, weil es ja eben doch, also weil die Tätigkeiten, die man dann zusammen hat, sind natürlich nicht aufregend. Das mal kommt da, hängt davon ab, wie man das gemeinsame, das Zusammensein gestaltet, würde ich dann mal konkret meinen. Nee, aber das wird, ob das dann hilfreich ist und ob diese Beziehungen, die quasi am Anfang der Pandemie
gebildet worden, ob die dauerhafte Beziehungen sind oder ob die sich nach der Pandemie wieder auflösen, weil man was Spannenderes findet oder noch was Spannendes nachholen wird. Das wird man doch dann sehen, wenn das Ganze hoffentlich irgendwann mal vorbei ist. Anni und Julia, ihr sagt so aus, als wolltet ihr zu dieser Szenerie zusammen kochen und dann spazieren gehen und dann noch eine Netflix-Serie. Und ob das hilfreich ist oder hinderlich, als wolltet ihr dazu was sagen oder habe ich euch falsch interpretiert? Nee, ich musste nur ein bisschen lachen, als du meintest, dass man dann ja direkt im Rentenalter ist und langweilige Dinge macht. Und ich glaube, vielleicht könnte man ja auch bestimmte Sachen nochmal gucken, was korreliert. Inwieweit sind zum Beispiel Bestellungen von Sextoys nochmal hochgegangen? So, du hast gute Forschungsideen. Wo kann man sicherlich auch nochmal schauen, wo es da Überschneidungen gibt, wenn Menschen gerne Statistiken wälzen und vergleichen. Anni, hattest du noch was zu dem Komplex? Ja, also wir, also die Blogartikel, ne, die Magazinartikel, die bei uns veröffentlicht werden, und da gibt es ja von wirklich körperlicher Sexualität und Aufklärung bis hin zu richtigen Sexgeschichten, die du lesen kannst, gibt es da einiges. Und ich sage mal, die Aufrufe sind deutlich gestiegen, das kann ich euch aus unserer Perspektive schon sagen. Mir ist noch so eingefallen, wenn ich an letzten März zurückdenke, ich fand diese Zeit überhaupt nicht irgendwie langweilig, Netflix, irgendwas, obwohl ich schon seit 16 Jahren mit dem gleichen Menschen zusammen bin. Ich fand es also zwischen März und Mai, vielleicht auch noch ein bisschen länger, ich fand es so aufregend, diese Zeit, weil wir sowas ja selbst am eigenen Leib noch nicht erlebt haben, ne? Diese extreme Unsicherheit, wir wussten nicht, was passiert. Also ich fand, es war eine extrem spannende Phase, auch eine belastende Phase, und ich glaube, die Leute, die sich gerade frisch kennengelernt haben und gut geklickt haben miteinander, ich glaube, da hatte man richtig viel zu erzählen und sich natürlich auch auszutauschen und sich gegenseitig Halt zu geben. Ich glaube gar nicht, dass die Leute nur unbedingt dann zu Hause gesessen haben und so alles total boring, sondern da ging es, glaube ich, richtig ab. Da wurde bestimmt viel diskutiert und so weiter und so fort. Und ansonsten, was mir noch so eingefallen ist, man hat natürlich viel mehr Zeit, wenn du nicht mehr so viele andere Leute treffen kannst, für echte Intimität. Das meine ich sowohl auf der Gesprächs- als auch auf der körperlichen Ebene. Jetzt habe ich kürzlich erst gesprochen mit Anna Duschime, die ist Host bei dem Podcast 1000 erste Dates, und die hat mir gesagt, sie hasst spazieren gehen und das ist auch nicht besser geworden im vergangenen Jahr. Aber sie hat ganz viele Menschen gesprochen, die natürlich weiter gedatet haben während der Lockdowns in der Pandemie, die zum einen spazieren gehen richtig super fanden und für sich entdeckt haben, auch so für die Art Gespräche und soziale Kontakte anzubahnen und ins Gespräch mit anderen Personen zu kommen und die dann auch dem gemeinsamen Kochen via FaceTime ernsthaft was abgewinnen konnten. Was denkt ihr denn, welche dieser Praktiken und Kulturtechniken werden denn, falls wir so ein Post-Corona erleben, das so ähnlich ist wie die Zeit davor, welche davon werden überleben? Also werden wir uns weiter verabreden für irgendwelche Skype-Termine oder FaceTime-Termine, wenn wir uns auch analog treffen können? Wird das Spazierengehen überleben? Wer von euch möchte antworten? Ich glaube, wir haben uns alle gut an diese Mixtur gewöhnt und ich glaube, das wird weiterhin Bestand haben, dass man sich möglicherweise, je nachdem, wo man sich gerade aufhält, wenn man Sehnsucht nach Freunden und Bekannten oder der Familie hat, sich eben auch routiniert mit einer jetzt mittlerweile einjährigen Medienkompetenz über Zoom oder was auch immer trifft, an der digitalen Theke, wie auch immer. Ich glaube, das wird weiterhin Bestand haben. Wir sammeln ja hier immer gern zum Schluss der Runde Hinweise auf Filme, Bücher, Videoclips, Podcasts, Blogs, was auch immer euch einfällt zum Thema, also wo man sich nochmal tiefer reinbohren könnte. Was wären das? Ich fange mal bei mir oben rechts an, bei Anni. Da bin ich ja genau die Richtige, die Science-Fiction-Romane und spirituelle Bücher lese. Auf im Gegenteil gibt es bestimmt viele tolle Buchlisten. Wir haben auch die Literaturkategorie, wo es viele Dinge zum Thema gibt. Ich selbst fand tatsächlich, also wenn ich jetzt wirklich so an Liebe und Selbstfindung, da, ihr könnt jetzt alle lachen, aber ich fand das Buch wahnsinnig gut auf Englisch, Eat, Pray, Love. Ich habe gehört, auf Deutsch ist es total schrottig und der Film soll auf Deutsch auch nicht so toll sein. Ich fand aber so zum Liebesthema hat er mich tatsächlich berührt. Wer es noch nicht gelesen hat auf Englisch, kann ich sehr empfehlen. Danke dafür. Vera, was wäre es bei dir? Fieberhaft überlege ich und überlege ich. Ich hatte noch gehofft, ich hätte 5 Minuten mehr.
Ich weiß es nicht. Kommen wir gleich nochmal zu dir zurück. Vielleicht fällt dir was ein und ich bin Thorsten. Also wenn man was Wissenschaftliches dazu lesen will und nicht quasi was die das quasi heterosexuelle Dating betrifft, sondern das schwule Dating, dann würde ich sagen, die Geschichten, die Cain Race da gemacht hat. Also da geht es quasi um die Art und Weise, wie Männer miteinander interagieren, wenn sie miteinander Sex haben wollen, vor allem auch im Hinblick auf die Frage, wie Health verhandelt wird, also die Gesundheitsaspekte. Und das finde ich unglaublich spannend. Okay, Julia, was wäre es bei dir? Sind natürlich alle Genre von Wissenschaft bis fiktional und alle Formen des Begehrens zugelassen. Also irgendwas, was dir Erkenntnis gebracht hat oder dich interessiert hat. Was ich total spannend fand, ich habe an einem Wochenende, das jetzt in der Pandemie gebingewatcht, war das Indian Matchmaking auf Netflix. Das ist eine Show, wo es um eine indische Kupplerin geht, die Paare aus hohen Kasten, eigentlich, also die Leute müssen Geld haben, glaube ich, verkuppelt. Und man kann sich da ganze Diskussionen dazu angucken im Internet zu dieser Serie. Und ich fand es total spannend, wie viel die nochmal auch an Debatte zu Liebe, Partnerschaft, Race und Klasse auch angestoßen hat. Also man kann die aus ganz verschiedenen Aspekten gucken. Man kann sie sich auch einfach entspannt auf der Couch reinziehen. Aber ich würde Indian Matchmaking nochmal empfehlen. Danke auch dafür, Vera. Ist dir inzwischen was eingefallen? Nicht, dass du dich hinterher ärgerst. Wieso habe ich das nicht gesagt? Ich hatte gehofft, du hast mich vergessen, aber nein, eine aufmerksame Moderatorin. Was mich berührt hat tatsächlich, danke für diese Netflix-Impression, eine Dokumentation, die ist auch nicht ganz so alt, über soziale Netzwerke. Ich habe die nochmal angeguckt, da geht es um Instagram, um alles, um Google, um Tinder und sozusagen ehemalige Mitarbeiter berichten über, ich nenne es jetzt mal, Chancen und Risiken, funktionale und dysfunktionale Aspekte. Das hat mich nochmal sehr zum Nachdenken angeregt. Also sozusagen im großen Kosmos Vor- und Nachteile, Fluch und Segen der Digitalisierung und der digitalen Kommunikation. Unser Dauerthema. Erinnerst du dich noch an den Titel oder an Regisseur, nee, wo wir es finden? Nee, aber ich finde es raus und vielleicht habe ich irgendwie die Möglichkeit, das nochmal zu teilen. Genau, schick es sehr gerne über Twitter nochmal rein, da sammeln wir dann das. Und Anni hat noch ein PS. Ja, ein ganz toller ist mir noch eingefallen, von der New York Times ist der, glaube ich, der heißt Modern Love. Und genauso wie er heißt, das ist auch der Inhalt, es geht alles so modern um Beziehungen, wird da bearbeitet. Ich glaube, da gibt es so zwei Staffeln. Ich habe nicht alles gehört, fand das, was ich gehört habe, sehr empfehlenswert und sehr realistisch und greifbar. Ihr vier habt vielen, vielen Dank heute Abend für eure Zeit und eure Expertise und allen, die zugehört und zugeschaut haben, vielen Dank fürs Interesse und für eure Fragen zum Thema. Das nächste Mal im Juni stricken wir weiter an dem von Vera gerade skizzierten Fluch und Segen der Digitalisierung. Dann ganz anderer Beritt. Dann spreche ich mit Jeanette Hoffmann, Forschungsdirektorin hier im Haus, über Plattform-Governance. Also wo wollen wir noch mehr Macht abgeben? Wo wollen wir sie zurückholen? Und falls ja, wie denn und wer ist dafür zuständig? Das ist so dann in etwa das, worüber wir reden werden. Habt vielen, vielen Dank für heute Abend und noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ich danke euch. Danke, tschüss. Danke, ciao. Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart.